Oberbayern, schönes Land. Ein lieblicher See in verträumter Stille, Weiden drumherum, auf denen das rotbunte Vieh grast, ein Abbild satter Zufriedenheit. Bewaldete Hügel und Hänge und in dunstig blauer Ferne das Alpenpanorama. Ein Dorf. Weißgestrichene Häuser, sauber weißgestrichener Kirchturm, die lustige Zwiebelhaube obenauf. Ein freundliches, ein blank geputztes Dorf. Waging am See. Ein oberbayerisches Bauernhaus. Die Fenster und die Altane verschwinden fast hinter Blumen und rankendem Weinlaub. Der Zahnarzt Blättler wohnt hier mit seiner Frau. Die alten Sachen habe ich furchtbar gern, auch mein Mann. Und wir sammeln ja schon so lang. Und es ist für uns eine ganz große Freude. Und meine spezielle Freude sind die Engel. Und wenn ich solche nur kriegen kann, dann sammle ich immer weiter. Oberbayerische Kunst. Seit 40 Jahren sammeln die Blättlers alle schönen Dinge, die sie in der Umgebung des Dorfes finden. Ein kleines privates Heimatmuseum haben sie zusammengetragen. Das heißt, so klein ist dieses Museum gar nicht. Vor allem, wenn man die Qualität der einzelnen Dinge genauer besieht. Alte Sachen sammeln, wie man hier sagt, das ist in Waging eine traditionelle Leidenschaft. Der verstorbene Herr Pfarrer hat ihr gefrönt und auch der Gasthausbesitzer und Bürgermeister Schubeck ist ihr verfallen. Ein Museum will er sich einrichten in einem der Flügel des Gasthauses zur Post. Als Wirt aber ist er noch an anderen Dingen interessiert. Zahlungskräftige Fremde müssten her. Und mit dieser seiner Leidenschaft hat er das Dorf Waging in den letzten 5 Jahren von Grund auf verändert. Da sind jetzt die Bürger dazu angehalten, tagtäglich die Straßen sauber zu machen vom Kuhmist oder sonstigen Überbleibseln bäuerlicher Lebensart. Da steht jetzt am Marktplatz ein modern eingerichtetes Reisebüro und da promenieren sie jetzt, die Fremden. Da sitzen sie auf den Bänken vor den frisch verputzten Gasthöfen, die sich gerade noch nicht Hotels nennen. Da zücken sie die Schmalfilm- und Fotoapparate. Ach, guck mal, was für ein süßer Alter. Der süße Alte, der Reiter Michel, steht aber jetzt jeden Tag, derweil die Frau das Mittagessen kocht, am Marktplatz und besieht sich den Korso der kurzen Höschen, der Capri-Hemden, der fantasievollen Hüte, der leckeren Wadeln und der weniger appetitlichen Sonnenstiche. Sakrisch interessant ist schon, was dann jeden Freitag Neues ins Dorf kommt. Sakrisch interessant, aber wohl auch ein bisschen sündhaft. Freitagmorgens kommen die Züge direkt aus dem Rheinland. Wenn man sein Quartier bekommen hat, 2000 Einwohner in Waging bieten 2000 Fremden Quartiere während der Saison. Wenn man eine Behausung gefunden und sich um- bzw. ausgezogen hat für das Strandleben, wenn man den Leinenbeutel gepackt hat mit allem Nötigen, Sonnenöl, Federball und Filmillustrierte, dann stellt man sich am Marktplatz auf. Alle 10 Minuten kommt der Bus. Für 10 Pfennige ein wohlfeiles Transportmittel zum Strand. Hier drunten am Lido sitzen immer ein paar von den einheimischen Burschen, schauen den Neuankömmlingen nach, schauen, ob nicht unter den vielen Weißen auch ein paar bullzauberne Madel dabei sind. Drunten am Strand sind ein paar Tische aufgestellt, unter den Bäumen, in deren Schatten man Kaffee trinken kann oder Bier. Hier sitzen in den Arbeitspausen die Initiatoren des ganzen Zaubers, der Herr Bürgermeister und die Gemeinderäte. Sie sitzen und beratschlagen, was man wohl noch verbessern könnte an diesem Paradies. Es ist ja bei uns der See sonst das eigentlich der Hauptfaktor für den Fremdenverkehr. Und wir hoffen auch, dass es so weitergeht.
Allerdings die Anlagen, die Kabinen müssen gebaut werden, dann noch die Wandelhalle, sodass wir den Charakter Kurort, den wir anstreben, dann einmal mit Recht beanspruchen können. Aber den großen Verkehr, und wie er so wochentags ist, und dann speziell am Sonntag, den bringt uns der Passantenverkehr. Aber da sind unsere Straßen noch furchtbar schlecht ausgebaut. Ja, das Wetter wechselt sehr schnell. Manchmal sind die Berge sehr gut zu sehen. Vor allen Dingen jetzt sind sie sehr gut zu sehen. Sie sind ja weit vom See entfernt. Wie gefällt es dir denn hier? An den Nachbartischen sitzen die Fremden, die hier Kurgäste heißen. Dass die Berge so weit weg sind von Waging, das ist zumeist ihr einziger Kummer. Und das ist auch der große Schmerz des fremdenverkehrbeflissenen Bürgermeisters. Mei, ein Preis mag heute am Berg, jammert er, und versucht dieses Manko nach Möglichkeit wettzumachen. Man hat ein Kurhaus gebaut mit einem Kurcafé und einer Wandelhalle. Davor ist ein Golfplatz. Man war im Kurort und hat Golf gespielt. Es gibt Liegewiesen und dann ist ein längliches Planschbecken da, das so aussieht wie eine Viehtränke oder ein Kinderbad. Das aber dazu dient, den Kurgästen das berühmt gesunde Wassertreten zu ermöglichen. Und dann ist natürlich Hauptanziehungspunkt der herrliche See, an dem es sich so schön ausruhen lässt. Für die Waginger ist das alles noch ein bisschen neu. Kommt der Gschwendner Bauer mit seiner Alten herunterspaziert zum Strand und wundert sich, na die Schago, also dass sowas sein darf. Da waren doch verlockende Vorschläge im Reisebüro. Zwischendurch eine kleine Fahrt ins Blaue zu 4,50 Mark, ein Abstecher nach Italien, es ist ja nicht so weit und außerdem Müllers waren ja auch schon dort. Heute Abend aber jedenfalls zum Heimatabend. Gaudi, oder wie sagen die Bayern? Begrüße ich euch alle mit unserem bayerischen Gruß. Grüß Gott. Sie sehen heute einen echten, bodenständigen Heimatabend, wie es bei uns Sitte und Brauch ist. Prosten, Zuffa. So ein Schuhplattler, der gibt einem erst das Gefühl dafür, dass man selbst auch nicht ganz ohne Temperament ist. Und daraufhin ein Jodler, der weckt in schöner Weise die Empfindsamkeit. In Garmisch, da bin ich heut's Haus, da kommt die Mühe überall aus. In Garmisch, da bin ich heut's Haus, da kommt die Mühe überall aus. Dermaßen vorbereitet könnte man's wagen. Die vom Fremdenverkehrsverband zu diesem Zweck gedungenen Trachtendirndln fordern auf. Der Höhepunkt des Abends ist angebrochen. Der Bayern-Preußen-Tanz. Und so wäre man sich langsam merklich näher gekommen. Die aus dem Rheinland wissen jetzt genau, wie die Bayern sind, genau wie im Heimatfilm. Und die Waginger, na, die kennen den Rummel sowieso. Bei denen geht's ja jede Woche so. Zum Schluss, da singt die Zenzi den Echo-Jodler.
kein Auge bleibt trocken. Heimat. Geh mal raus zum See. Hier ist jetzt kein Mensch. Verträumte Stille unter diesen Umständen. Trotz allem, Oberbayern, schönes Land.